من احمد هستم، 17 سالمه، از ایران اومدم. من دیگه نمیتونستم اونجا زندگی کنم، برای همین اومدم. تو راهی که اومدم سختی‌های زیادی کشیدم. 2 هفته میشد که وارد آلمان شدم. بعد از موندن 2 هفته تو آلمان، منو به روستای کوچیک کلاین والدستورف فرستادن و این داستان زندگی منه. Schau mal hier das Foto und die ganzen Kommentare darunter. Schau doch. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber jetzt mal zum anderen Thema. Wie machst du eigentlich deine Geschichte-Präsentation? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ist mir auch irgendwie relativ scheißegal. Wie heißt nochmal auf Facebook? Ich hab das nicht. Ich brauch sowas noch nicht. Mein Vater sagt, das ist die komplette Zeitverschwendung. Hey, schau mich an. Verschwende ich etwa meine Zeit? Ganz ehrlich, irgendwie ja schon. Blöd, Mann. Ja, du mich auch. Danke. Also mich nervt ja gerade meine Gemeinschaftskunde-Lehrerin. Die will ständig, dass ich mich mehr melde und beschwert sich, dass ich besser sein könnte, wenn ich nur wollte. Naja, irgendwie hat sie ja recht. Du bist schon ganz schön faul und sitzt immer nur rum und machst nichts. Apropos nichts machen, Leon, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Du machst ein Gesicht, als würdest du, keine Ahnung, lesen, dass es Alien in der Kanalisation gibt. Ja, du siehst aus wie ein Affe oder so. Also nicht ganz. Also hier auf der Website der Staatsgemeinde gibt es einen neuen Bericht. Über den Handballverein oder den Seniorentreff. Total langweilig. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Danke, Marie. Also, ihr kennt auch das eine alte Haus in der Altstadt, da wo die ganzen Jugendlichen immer hingehen zum Kiffen und so und zum Trinken und Drogen nehmen, gell? Ja, aber das ist doch jetzt seit einer Weile eine Baustelle. Genau, und diese Baustelle dient einer neuen Flüchtlingsunterkunft. Aber halt nur einer, weil wir so eine kleine Gemeinde sind. Da kommen Flüchtlinge rein? Ich dachte, da würde nur so eine Bowlingbahn gebaut. Also, hier steht jedenfalls mal. Und somit hat der Bürgerrat beschlossen, auch in Kleinwalsdorf eine Flüchtlingsunterkunft zu errichten. Da ist hier noch so ein Bild von so einem einen Haus, eine Baustelle und so. So wird diese Flüchtlingsunterkunft 2 Flüchtlingsfamilien einen Platz zum Wohnen geben. Der Bürgerrat erhofft sich hiervon eine höhere Solidarität gegenüber den Flüchtlingen von Seiten der Bürger. Na super, dann müssen wir aber noch einen auf nett machen. Ich glaube, ich muss los, sonst tötet mich mein Trainer. Können wir das morgen in der Schule weiter diskutieren? Okay. Ja klar, ich muss auch los. Wir treffen uns dann morgen auf dem Pausenhof, okay? Ja klar. Ciao. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss. Also, um nochmal auf das Thema von gestern zurückzukommen. Ich find's eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir mal fremden Besuch bekommen. Ich meine, da können wir auch eine neue Kultur kennenlernen und so. Ja, aber ist das bei denen nicht so, dass sie die Frauen vergewaltigen und dass die Frau da einfach nichts wert ist? Also, dass sie da nichts zu sagen hat und so? Ja, habe ich auch schon gehört. Die sollen bei denen nur wie Dreck behandelt werden und dürfen nicht mal selbst Auto fahren. Mein Vater sagt, dass sie denen hier nur einfach nur herkommen, um den Islam zu verbreiten und wollen einfach nur ganz schnell und viel Geld machen und sagen sich einfach so, ja, Merkel wird's eh nicht hinbekommen, es zu regeln. Ja, auf Twitter stand sowas Ähnliches. Da stand auch, dass die Kinder essen und vergewaltigen. Das ist ja widerlich. Ihr glaubt auch wirklich alles, was im Internet steht. Ich meine, als ob die hierher kommen, um uns alle zu vergewaltigen und zu konvertieren. Vielleicht fliehen die auch einfach, weil bei denen Krieg ist. Also mein Vater sagt, dass es diesen Krieg gar nicht gibt. Und selbst wenn es den Krieg gibt, wie kommst du bitte schön darauf, dass die alle lieb und nett sind? Ich meine, vielleicht sind die ja gar nicht so toll und die Kultur ist bestimmt jetzt auch nicht so toll. Mein Gott, ihr hört euch ja an wie die letzten Fließbandrassisten, als ob die sich da alle umbringen und auch noch Spaß daran hätten. Ja, ist ja schön und gut mit Sonnenschein. Aber wie kommst du bitte darauf, dass es nicht so ist? Ja, wie kommst du darauf, dass es so ist? Na, das sieht man doch überall. Ich meine, im Internet stand auch schon mal was darüber und naja, in der Zeitung auch und überall halt. Ja, mein Vater hat gesagt, dass sie den Krieg einfach herbringen. Ich dachte, dein Vater meint, dass es den Krieg gar nicht gibt. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Woher soll ich das auch wissen, was mein Vater so genau meint? Indem du dich vielleicht informierst und nicht mit so halbwahren Artikeln aus irgendwelchen Möchtegern-Zeitschriften und irgendwelchen klickorientierten Posts, sondern dass du dich wirklich damit auseinandersetzt. Auf was willst du denn jetzt hinaus? Na, ich meine, dass euer Gerede sich eigentlich eher anhört wie Unwissen oder Halbwissen anstatt Wissen. Ihr müsst euch informieren, sonst wisst ihr doch überhaupt nicht, wieso die überhaupt hierher kommen und was die hier wollen. Na und? Dann glaubt mal schön weiter. Ich finde das lächerlich. Wie ihr euch daran klammert, dass doch alle Kulturen toll sind und bla bla bla. Ich meine, vielleicht sind die eben nicht lieb und nett. Na, ich finde es ein bisschen einfach, sich jetzt so rauszureden. Gibt es eigentlich was Neues zu den Flüchtlingen, also in den Zeitungen oder auf der Seite? Naja, also die Leute auf der Straße reden darüber und finden das nicht so gut. Glaubt ihr, dass es wie geplant dazu beiträgt, dass die mehr integriert sind? Ich glaube, das geht komplett schief. Also, ich war gestern auf der Seite und da stand,
dass sogar Flüchtlinge auf unsere Schule kommen werden. Und der Jugendleiter, der hat gestern auch gesagt, dass der Bürgerrat sich überlegt, sogar deren Kinder in allgemeine Programme einzuschleusen. Ja, aber ich meine, allgemeine Angebot, das kann ja alles bedeuten. Naja, hoffentlich kommt da keiner zu uns in die Gruppe. Ich will den hier nicht. Ich meine, was soll der überhaupt hier? Ja, das wäre doof, wenn er uns nicht versteht und sowieso. Der ist dann hier doch total unpassend. Der hat doch sicher noch nie so eine Gruppe besucht. Die kommen ja jetzt nicht aus den Slums oder so. Ich meine, die haben dort, wo die herkommen, haben die bestimmt auch Jugendgruppen gehabt und so und haben. Ich meine, diese Idee von Jugendgruppen ist ja jetzt nicht ganz deutsch. Also es, naja, aber du weißt ja auch nicht, was die da machen oder durch was sie sich überhaupt finanzieren. Was soll das denn jetzt heißen? Das sind doch nicht alles Drogenkartelle. Also ich glaube ja, naja, die Jugendgruppen dort sind bestimmt genauso wie wir. Nur eben ein bisschen anders. Ja genau, die sind gleich. Nur eben ein bisschen anders. Hörst du da nicht mal selbst zu? Ich meine ja nur, so unterschiedlich wie wir können die ja wohl nicht sein. Was wenn doch? Was, wenn ein Flüchtling hier in der Gruppe nicht mit uns reden würde? Oder der uns irgendwie anders behandeln würde? Ja, das ist ja jetzt schon ziemlich sehr hypothetisch und eigentlich auch schon ein bisschen klischeehaft. Naja, ich meine, wir wissen ja gar nicht, ob überhaupt einer von denen in unsere Gruppe kommt. Hi, Klaas. Hi. Was gibt's? Also Leute, heute haben wir einiges zu besprechen. Der örtliche Fußballverein hat angefragt, ob wir bei seiner Vereinsfeier helfen und einen Samstag dafür opfern können. Ja, klar. Ja, schon. Das ist schon Samstag. Cool. Ja, perfekt. Ja, ich meine, ansonsten haben wir ja nicht der gleiche Tag in der Woche oder so. Ja, ich kann das nicht mehr spielen. Hey, ihr beiden, ihr seid ja schon da. Hallo. Hallo. Und zwar, ich muss euch was erzählen, vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, wir haben ja jetzt Flüchtlinge hier bei uns in Kleinwalsdorf. Ja, haben wir gelesen. Kommt jetzt wirklich einer zu uns in die Gruppe? Ich habe gehört, also ich habe auf der Webseite gelesen, dass da jetzt, dass jetzt auch in öffentlichen Aktivitäten mitmachen werden und so. Ja, das habt ihr schon ganz gut mitbekommen. Und zwar, das hier ist Ahmed. Er ist jetzt erst seit 2 Wochen hier in Deutschland, dementsprechend ist sein Deutsch jetzt noch nicht das Beste. Er wohnt aktuell in dem Flüchtlingsheim hier bei uns, das er noch nicht ganz fertiggestellt ist. Aber sobald der Rest fertig ist, wird auch seine Familie nachkommen, die aktuell, glaube ich, noch in Berlin untergebracht ist. Kommt doch mal her, ihr beiden, und gebt ihm die Hand. Stellt euch mal vor. Hallo. Hallo, Ahmed. Ich bin Leon. Willkommen in Deutschland. Hallo, ich Ahmed. Hi, ich bin Julia. Hallo, ich Ahmed. Wie alt ist er denn? Versteht er uns eigentlich? Er ist 17, also so genau in eurem Alter. Ja, dann Ahmed, setz dich doch mal hin. Wisst ihr eigentlich, wo Sabrina und Marie sind? Ich wollte ihnen Ahmed eigentlich noch persönlich vorstellen. Also Marie ist krank, irgendwie erkältet oder so. Sie war heute auch schon nicht in der Schule. Und Sabrina müsste gleich kommen, sie wollte heute extra noch, ich glaube wegen dieser Fußballsache, was mit ihr besprechen. Ah, okay, gut. Dann sehe ich ja Sabrina gleich. Könnt ihr Ahmed so lange beschäftigen? Ihr könnt euch ja mal ein bisschen mit ihm austauschen und unterhalten, bis ich wieder da bin. Ich suche mal eben was im Büro. Ciao. Ciao. Also, Ahmed, wo kommst du denn jetzt her? Ich komme von Iran. Aber Iran ist doch groß. Woher denn genau? Ist da Krieg, wo du herkommst? Ich kann nichts verstehen. Hast du eine Idee, was man mit ihm reden könnte? Der versteht ja überhaupt nichts. Vielleicht könnten wir mit dem über Sport reden, aber das versteht er auch nicht. Okay, do you speak English? I do a little bit. So do you... Hey, tut mir leid, dass ich so spät bin, aber ich habe meine Bahn verpasst. Wisst ihr wohl nicht, ich habe noch was mit ihm zu besprechen. Hey, wer bist du denn? Ich wusste gar nicht, dass neue Leute in unsere Gruppe kommen. Ich heiße Sabrina, und du? Ich bin Ahmed von Iran. Oh, also bist du ein Flüchtling? Ja, er ist einer der Flüchtlinge, die an den öffentlichen Angeboten teilnehmen. Der versteht nichts und ist irgendwie ein bisschen dämlich. Na und? So über uns zu reden ist doch total unfair. Ist jetzt Marie oder was? Oh Mann, Leute, müssen wir es jetzt allen erst diskutieren. Hier und jetzt. Ich muss gehen. Ah, oh, wohin denn? Du
na dann, ciao. Bis morgen. Schönen Tag noch. Also stimmt es, dass wir einen Flüchtling in unsere Gruppe bekommen? Typ ist ja voll dämlich. Versteht nichts und starrt die ganze Zeit nur Löcher in die Luft. Also ich fand ihn jetzt eigentlich ganz nett. Na und? Der wird uns einmal ein Klotz am Bein sein. Ich meine, der ist an sich doch allein mit unserer Kultur schon total überfordert. Wir dürfen Frauen ja plötzlich was. Weißt du, das macht jetzt gar keinen Sinn, das jetzt hier zu diskutieren. Weil deine kleine Marie nicht da ist, brauchst du jemanden, der auf dich aufpasst. Das hat nichts damit ja, zu tun. Ja, sagen sie alle. Jeder weiß, dass du in Marie verknallt bist. Aha, und woher willst du das bitte schon wissen? Hallo, Leute, könnt ihr mal damit mit dem Kinderkram aufhören? Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ich geh jetzt mal zu Niklas. Und ich geh mit. Wie war es denn gestern? Ich finde es ja immer noch schade, wenn ich nicht kommen kann, aber ich war immer noch ans Bett gefesselt. Naja, das weißt du ja noch gar nicht. Also gestern saßen Leon und ich so im Raum und dann kam Niklas rein mit einem neuen, ein Flüchtling. Und naja, der saß die ganze Zeit nur da und hat die Luft angestarrt. Wie ein Flüchtling, aber jetzt ein Flüchtling in der Gruppe. Echt jetzt? Scheint irgendwie so, ja. Ja, der kam mit Niklas rein und ist jetzt Teil der Gruppe. Boah Leute, das ist doch voll spannend. Wie heißt der überhaupt und von wo kommt der? Also er heißt Ahmed und kommt, ich glaube aus dem Iran. Aber sein Deutsch ist noch nicht so gut und er hat sich irgendwie komisch angehört. Hey, wer hat sich komisch angehört? Na, du natürlich. Nee, Spaß, der Flüchtling von gestern. Jetzt hört mir doch mal ganz kurz zu. Kommt er jetzt irgendwie jeden Mittwoch oder war das jetzt nur einmal oder macht er jetzt einen Deutschkurs oder wie sieht's aus? Ja, also ich glaube schon, dass er Deutsch lernt, aber ich glaube, das ist nicht so geil, wenn mein Vater sagt, dass Ausländer die Deutsche nicht als deutsche Sprache beziehungsweise noch schöne deutsche Sprache zu schön. Boah, Peter, dein Vater hat wirklich keine Ahnung. Ja. Außerdem ist es doch noch gar nicht klar, ob er wiederkommt. Er musste gestern auch schon früher gehen, weil er einen Deutschkurs besucht hat. Tja, Deutschkurs hin oder her, wie ich gesagt habe, oder beziehungsweise wie mein Vater gesagt hat. Die sind unpünktlich, sind schlecht fürs deutsche Geschäft und sonst sind auch unkoordiniert. So was braucht man hier nicht. Peter, dein Vater weiß irgendwie nichts. Also die Einzige, die gestern unpünktlich war, ist Sabrina. Hey, das war aber nur, weil ich meine Bahn verpasst habe. Sagen ja? Sie alle. Und dann sind sie schwanger. Ja, nochmal dazu. Mein Vater weiß nichts und du weißt ja alles besser mit deiner ganzen Lebenserfahrung, mit denen du schon so viel gesehen hast und alles so viel Erfahrung hast. Und mein Vater hat doch auf gar keinen Fall gesagt, ich soll nicht jedem aus meiner Klasse so alles glauben oder so. Und du bist so ein Grund dafür, warum man das sozusagen nicht jedem alles glauben soll. Weil du erzählst dann irgendwas und dann glaubt es so, halt ich vielleicht, aber und vielleicht auch noch irgendwelche anderen und deren Eltern helfen denen halt nicht. Und sowas soll scheiße sein. Entschuldigung, Peter, ich wollte deinen Vater jetzt in keinster Weise beleidigen. Aber ich meine nur, es ist schon komisch, dass wir immer nur, oh, mein Vater hat aber gesagt, hören. Du vertrittst nie deine eigene Meinung. Mhm. Ja, also, ich sehe das auch so, aber wie wäre es, wenn wir jetzt alle einfach mal ruhig sind? Ich meine, das ist vielleicht das Beste. Ja, und wir wissen ja überhaupt nicht, ob Ahmed überhaupt wiederkommt. Aber wenn er nächsten Mittwoch wiederkommt, dann kannst du Marie ihm ja all deine Fragen stellen. Die beantwortet er mir dann bestimmt. Komm, Rolle, ich bin noch mit. Oh, du musst Peter, Peter, halt mal. Aber jetzt warte doch mal ganz kurz. Was hatten wir eigentlich nochmal in Deutsch auf? Also wir mussten nur ein Buch lesen, das war ganz wichtig. Oh, ja, halt. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr auf die Kinder aufpasst, während der Vereinskapitän die Rede hält. Was die Getränke angeht, hatten wir Glück. Das nimmt der Verein selbst in die Hand. Aber habt ihr noch eine Idee, was wir als Programmpunkt einbauen könnten? Hallo ihr alle! Hallo! Aber wo ist denn Ahmed? Ach stimmt, das hast du ja noch gar nicht mitbekommen. Ahmed wird erstmal nicht mehr zu uns kommen. Aber wieso denn? Ich habe ihn doch noch gar nicht kennengelernt. Naja, ich habe ja nicht gesagt, dass er nie wieder zu uns kommen wird. Die Frau vom Flüchtlingsheim meinte, dass er erstmal einen Deutschkurs besuchen und unsere Sprache richtig lernen möchte, bevor er wieder zu uns kommt. Also mein Vater hat gesagt, dass Ausländer, die Deutsch lernen, die deutsche Sprache zerstören. Naja Leute, also wie schon gesagt, ich habe ja gesagt, dass er nicht nie wieder zu uns kommt. Er möchte eben erst unsere Sprache lernen, bevor er wieder zu uns stößt. Ach gut, dann kommt er ja erstmal nicht. Ach Julia, sowas sagt man doch nicht. Naja Leute, also kommen wir jetzt mal wieder zum Fußballfest. Habt ihr da noch irgendwelche Ideen? Ja. Oh. Oh. Hi Leute, schaut mal, wer wieder hier ist. Hallo. Hi Ahmed, ich bin Marie. Ja, hallo. Ich bin glücklich, hier zu sein.
Willst du auch was essen? Nein, danke, ich hab schon gegessen. Du hast jetzt also deinen Deutschkurs gemacht? Ja, habe ich gemacht. Vor einer Woche bin ich fertig geworden. Eine Woche, das heißt Peter. Vor einer Woche. Kapierst du? Das muss gut sein, Peter. Entschuldigung, er hat das nicht so gemacht. Er haben recht, ich muss noch viel durchlernen. Naja, du versuchst es ja, das ist doch schon mal so gut. Ja, weil wenn ich eine gute Arbeit habe, dann kann ich meine Schwester nach Deutschland... Holen? Ja, holen, danke. Ich dachte, deine Schwester ist in Berlin. Was? Ich nicht verstanden. Er fragt, ob deine Familie nicht in Berlin ist. Ah, Berlin. Da sind mein Großbruder und mein Vater. Meine Schwester ist immer noch in Iran. Ja, und was ist mit deiner Mutter? Wo sind die dann? Die ist auf Reise tot, so wie mein Kleinbruder. Oh, das tut uns leid. Wir wollten nicht. Leute, ich müsste jetzt auch so langsam los. Wir räumen das hier alles noch schön auf, ja? Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ciao. Also, Ahmed, von wo im Iran kommst du denn genau? Ich komme von Iran. Genauer gesagt aus Shiraz. Und wo genau liegt das eigentlich? Naja, das ist so neben dem Irak, so schräg unter der Türkei. Oha, ich hab's gegoogelt. Das sind 5000 Kilometer. Echt jetzt? Ja, zeig mal her, komm. Und wie bist du denn da weggekommen? Ich bin von da aus in die Türkei gegangen. Und da war ich ein paar Monate. Und wieso bist du nicht in der Türkei geblieben? Weil wir konnten nicht mehr in Türkei bleiben. Wir konnten schon, aber wir bekommen keinen Pass oder Ausweis in Türkei. Und sie schicken uns nach ein paar Jahren nach Kanada oder Amerika. Und das wollten wir nicht. Und wo bist du dann hin? Ich bin mit dem Boot nach Griechenland gefahren und dann nach Deutschland. Und du bist nach Deutschland gelaufen, oder? Ja, aber ich bin auch mit dem Bus und Bahn gefahren. Wow, und wie lange hat das dann gedauert? Das hat ungefähr 40 bis 50 Tage gedauert. Aber jetzt ist mal gut, Leute. Das ist ja wie in einem Kreuzfahrer mit euch. Okay, dann lass uns auch aufbauen, bevor ja. Nikos uns danach tötet. Ja. Schiebt noch eure Schüler ran. Wer ist denn eigentlich? Wisst ihr eigentlich, was ich vorhin auf der Seite des Gemeinderats gelesen habe? Warum sollten wir? Bingo-Treffen vom Seniorenverein sind jetzt nicht so spannend. Es ist ja nicht ein Artikel, es sind mehrere Kommentare. Wow, noch schlimmer. Rentner, die sich darüber aufregen, dass der Kaffee auf dem Kirchenfest zu kalt war, sind jetzt auch nicht so interessant. Oh Julia, jetzt lass sie doch einfach mal ausreden. Danke. Also ich sehe es eigentlich so wie Julia. Wen juckt sowas schon? Ja, mich interessiert es auch nicht. Hey, da hinten kommt Ahmed. Na, Peter, weiß dein Vater eigentlich, dass bei uns in der Gruppe ein Flüchtling mitmacht? Nee, aber ich glaube, der fände es auch nicht so gut. Also wer will schon, dass sein Kind mit einem Flüchtling abhängt, der hierher kommt, um das schnelle Geld zu machen. Also ist ja schon ein bisschen... Ach komm schon, du kennst Ahmed doch jetzt. Und du müsstest eigentlich wissen, dass... Hallo Ahmed, wie siehst du denn aus? Ich bin hier hingelaufen, da sind drei Jungen gekommen und... Hey, was glaubst du eigentlich, wenn du hier bist, dass du einfach so lang gehen kannst? Ich bin auf dem Weg zu meinen Freunden. Glaubst du also, dass es noch mehr von deiner Sorte hier gibt, hä? Nee, ich habe deutsche Freunde und jetzt muss ich los. Du gehst erst, wenn wir das sagen. Du willst also zu deinen Freunden, hä? So ein doofer Ausländer wie du hat eh keine deutschen Freunde. Ihr Türken bleibt immer untereinander. Ich bin kein Türke, ich komme aus Iran. Schaut euch diesen IS-Spaß hier an, kommt nach Deutschland, anstatt zu kämpfen, um reich zu werden. Ja, und jetzt rennt er bestimmt zur nächsten Ziege. Also, du Feigling willst ja also weiterlaufen. Zeig dir jetzt mal, wie man mit solchen Leuten wie dir in Deutschland umgeht. Wenn wir hier fertig mit dir sind, will selbst die Ziege aus dem IS nichts mehr von dir wissen. Was waren das denn bitte für Arschlöcher? Ja, wer macht denn sowas? Und dann noch auf offener Straße. Die Frage ist doch wohl eher, warum man sowas macht? Ja, weil Leute, vor zwei Monaten hättet ihr euch auch noch nicht gekümmert, als ihr ihn noch nicht kanntet. Naja, das war was anderes. Mhm, ist ja, klar. Ja, ich meine, inwiefern tut das jetzt was zur Sache?
Naja, ich hatte ja keine Ahnung. Die Leute auf der Straße sagen halt alle was anderes. Schon gut, du hast ja nichts gemacht. Danke. Wer war das denn? Keine Ahnung, ich kannte die nicht, aber die waren größer als ich und die hat mich geschlagen. Die hatte eine helle Jeans und ein blaues T-Shirt an. Aber seit wann gibt es bei uns Leute, die es nötig haben, Flüchtlinge zu verprügeln? Naja, erinnert ihr euch, ich habe doch gerade gesagt, was da auf der Seite stand. Ja, aber inwiefern hat das denn jetzt was damit zu tun? Erinnert ihr euch noch an diesen einen Artikel, in dem stand, dass Flüchtlinge zu uns kommen sollen? Ja klar, aber der ist doch schon alt. Ich meine, was soll denn damit sein? Jetzt warte mal, darunter sind echt miese Kommentare aufgetaucht. Zum Beispiel hier von Roter Apfel 187. Die doofen Kanaken zerstören unsere schöne Heimat. Oder noch besser von Anonym. Es ist ja schön und gut, dass wir die hier aufnehmen müssen. Aber die tun uns in keinster Weise etwas Gutes. Ich will sie ja nicht mehr sehen. Und das steht auf der Webseite der Stadtgemeinde. Ja, ja. Und das wird sogar noch besser. Hier zum Beispiel von ein Braunbär 78. Die Flüchtlinge können herkommen, wo sie wollen. Die haben hier nichts mehr verloren. Alle wollen die nur unser Geld und unsere Jobs. Bald ist das hier nicht mehr Deutschland, sondern Neu-Iran. Also das ist jetzt etwas überspitzt, oder? Komplett übertrieben. Ich meine, hat da vielleicht irgendjemand von der Stadtgemeinde irgendwas dazu geschrieben? Naja, ich habe noch nicht geguckt. Moment. Tatsache. Hier steht, Ihre Meinung ist uns in letzter Zeit vermehrt zu Ohren gekommen. Wir haben deswegen beschlossen, im Stadtrat abzustimmen, ob wir die Flüchtlinge aus unserem Dorf heraus an größere Städte abgeben. Sollten Sie Ihren Standpunkt für uns noch einmal klar machen wollen, so bitten wir Sie am 13.04. 14.15 Uhr zu unserer Bürgerratssitzung zu kommen. Warte. Das heißt, andere Leute stimmen dafür ab, also für die Flüchtlinge, und keiner vertritt die Meinung der Flüchtlinge selber. Das ist schon irgendwie unfair. Was soll ich denn? Ich will sie doch selbst vertreten, Mann. Ja, Peter, in einer Sprache, die sie nicht beherrschen. Und dann außerdem noch inmitten von Gästen, die so, sagen wir, minimal voreingenommen sind. Also, jedenfalls, da muss jemand für diese Flüchtlinge sprechen. Schreib es mal in diese Kommentare da rein. Ja, warte. Also, ist es nicht etwas unfair, dass hier nur Gäste eingeladen werden, die gegen die Flüchtlinge sind? Ist das denn Sinn und Zweck einer Abstimmung? Ist das gut so? Von welchem Account willst du das denn schicken? Ich dachte jetzt von meinem, oder soll ich einen anderen nehmen? Ja, ich glaube, das ist okay. Ja, aber das einzige Problem dabei ist halt, wo finden wir jemanden, der für die Flüchtlinge spricht? Und was, wenn wir das machen? Ich meine, warum denn nicht? Also wir, ein paar Jugendliche, gegen einen Stadtrat? Naja, es ist ja nicht gegen den Stadtrat, es ist ja eher gegen ein Gemeindemitglied. Ja, und ich meine, wir sind ja eigentlich besser als keiner, oder? Stimmt. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ach, ich weiß nicht so recht. Ich bin auch dabei. Ich meine, wir hatten doch bisher keine Probleme mit Ahmed, oder? Ja, ich bin auch mit dabei. Okay, dann bin ich halt auch dabei. Und du, Peter, was ist mit dir? Ich weiß nicht. Ich meine, was soll das schon bringen, sowas? Wir sind ein paar Jugendliche. Fremdenfeindlichkeit. Peter, was ist los mit dir? Warum sprichst du nicht? Ich will eben nicht, okay? Punkt. Ist doch meine Entscheidung. Muss ich mich da etwa rechtfertigen, weil ich so denke? Ja, eigentlich nicht, Sisti. Natürlich musst du dich nicht rechtfertigen. Aber es ist schon irgendwie asozial, wenn du dich einfach so aus den Projekten zurückziehst. Ist es, weil dein Vater dagegen ist? Lass mich doch einfach in Ruhe. Wenn ich das nicht will, dann ist es so. Punkt, Ende, aus. Na dann eben nicht. Naja, jetzt mal eine ganz andere Frage. Was passiert eigentlich mit dir, Ahmed, wenn du hier nicht mehr sein darfst? Wenn ich Glück habe, dann zurück zu meiner Familie nach Berlin. Und wenn nicht, irgendwo anders. Das heißt, die Behörden würden dich von deiner Familie trennen, sodass du sie nie wieder siehst? Doch, wahrscheinlich schon, aber dauert ein bisschen. Okay, Leute, was machen wir jetzt eigentlich wegen der Sache hier? Also ich würde vorschlagen, dass Marie das jetzt vom Gruppenaccount schreibt, dass wir auch kommen und für die Flüchtlinge reden werden. Ach, bitte nicht vom Gruppenaccount, Mann. Ist euer Ernst?
Wieso das denn jetzt schon wieder nicht? Falls ihr es vergessen habt, mein Vater ist in diesem scheiß Gemeinderat. Ach, da läuft das, ja. Du hast Angst vor deinem Vater. Aber warum traust du dich denn nicht? Du kannst dich doch nicht immer hinter deinem Vater verstecken und sagen, was er dir sagt. Bild dir gefälligst deine eigene Meinung und steh dann auch dazu. Ja, und selbst wenn du hinter der Meinung anderer Leute hinterherläufst, dann bringt das ja nicht so Weichei. Also, okay Leute, was haltet ihr davon? Marie schreibt es jetzt von ihrem Account auf die Website. Peter wird nicht erwähnt und sein Vater erfährt erstmal nichts. Mhm. Aber du, Peter, überlegst dir ernsthaft nochmal, ob du nicht vielleicht doch mitmachen willst. Oder ob du weiterhin unter der Pantoffel deines Vaters stehst. Ist doch eine gute Idee, das hört sich doch gut an. Ja. Okay, wenn ihr wollt, ich denk drüber nach. Habt ihr heute noch was vor? Der Termin für die Versammlung ist schließlich schon in einer Woche. Ja, also ich habe nichts mehr vor, wegen mir könnten wir gleich anfangen. Aber Ahmed, du musst uns wirklich alles sagen, was du von deinem Leben uns halt sagen kannst, damit wir das hier, also damit es hier läuft. Ja. Okay, ich werde halt. Und du, Peter, was ist mit dir? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist besser, wenn ich dann mal gehe. Ich glaube, ich bin hier am falschen Platz. Also, was wollen wir machen? Wie wollen wir es aufziehen, damit der Gemeinderat uns glaubt? Also ich glaube, am besten wäre es, wenn wir das Ganze über einen Krieg machen. Oder? Ach, das Weichei wird zum Mann. Tja. Oder wir fragen einfach, was die Flüchtlinge überhaupt gemacht haben. Also bist du dabei? Ja, ich kann mich nicht ewig hinter meinem Vater verstecken. Und du hast keine Angst, dass dein Vater vielleicht sauer sein könnte? Oh, doch und wie. Aber manchmal muss man eben dadurch. Danke, Peter. Kein Problem. Das ist doch eine gute Idee. Naja, dann los geht's, würde ich sagen. Ja. Ja, ich glaube, wir müssten trotzdem noch ein bisschen recherchieren. Ja, das wäre ganz gut. Warte, hast du vielleicht ein Bild? Ja, ich weiß nicht. Wir machen so eine Plakate und sowas. Also ist das größte Problem, dass die Flüchtlinge unsere Kultur langsam überdecken. Ich kann verstehen, dass sie das Gefühl haben, aus Solidarität handeln zu müssen. Aber wenn das so weitergeht, dann werden unsere Kinder zu Flüchtlingen. Kein Volk außer den Deutschen ist dumm genug, sich auf die Schlachtbank führen zu lassen. Ich persönlich kann wohl kaum auf deutscher Ebene handeln. Aber ich kann dafür sorgen, dass hier nichts zerstört wird. Ich weiß, was Sie jetzt denken durch die Medien. Wenn Sie diese Schmarotzer rausschmeißen, sind Sie rassistisch oder intolerant. Aber ich sage Ihnen, damit hat das nichts zu tun. Das hier hat mit Vernunft und weitsichtigem Handeln etwas zu tun. Also denken Sie nicht an das, was Ihnen die Medien sagen, wenn Sie gleich abstimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, danke Karl, du darfst jetzt gehen. Kann ich bis zum Ende der Abstimmung bleiben? Nein, wir hören uns jetzt noch die Gegenseite an und dann veröffentlichen wir die Ergebnisse auf der Homepage. Okay. Wo ist denn Sabrina? Ich dachte, die wollte schon längst da sein. Uns fällt schon Leon aus wegen dem Bahnstreik. Was machen wir denn, wenn sie nicht kommt? Warte, ich schreib sie mal an. Wer übernimmt ihren Redeanteil? Ich schätze mal, das müsstest in dem Fall du machen, weil du bist auch ein Mädchen und du kannst eigentlich am besten reden von uns. Also Sabrina ist krank. Die liegt wohl seit heute Morgen flach. Na super. Peter? Peter, bist das du? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Habe ich dich erzogen dafür, dass du dich jetzt für dieses Pack einsetzt? Ich verbiete dir, hier zu reden. Was ist denn falsch mit dir? Bleib mal hier, ja? Was soll denn das? Willst du jetzt etwa da vorne reden, oder was? Du redest nicht für diese Schmarotzer, du gehst jetzt nach Hause. Dafür habe ich dich wirklich nicht erzogen. Die Schmarotzer, beziehungsweise der eine, ist mein Freund. Und was willst du dagegen machen? Ich bin jetzt auch nicht mehr der Kleinste. Ich bin jetzt auch schon älter und größer. Ich verbiete es dir. Geh nach Hause. Jede Forderung von Flüchtlingen ist asozial gegen Einheimische. Oder die ganze Welt lacht über Deutschlands Naivität. So oder so ähnlich sehen aktuell die Schlagzeilen im Internet aus. Es gibt viele Hasstyrannen, die gegen Flüchtlinge und gegen Asylanten sind. Aber warum? Ich meine, ich erlebe es zu Hause auch. Papa. Und ich frage mich, warum.
Ich habe das Gefühl, dass niemand wirklich eine Ahnung hat, was die Flüchtlinge überhaupt eigentlich bewegt. Naja gut, natürlich, es ist schwer, sich vorzustellen, was einen im Krieg bewegt. Aber ich will es Ihnen mal bildlich vortragen. Nun ja, Sie leben seit Jahren in einer Straße und vor ein paar Tagen ist ein Mann neben Sie gezogen. Sie kennen ihn nicht, nur so vom Sehen. Und Sie wissen auch nicht, was er in seinem Leben so treibt. Nun sind Sie in einer Notsituation. Ihr Haus ist abgebrannt und Sie brauchen für sich und Ihre Familie eine Unterkunft zum Schlafen für die Nacht. Sie klingeln bei Ihrem Nachbarn und fragen ihn, ob er Ihnen vielleicht helfen könnte. Was wollen Sie in diesem Moment von Ihrem Nachbarn? Wollen Sie, dass er Sie in Ihr Haus lässt und wollen Sie, dass er Ihnen hilft, bis die Lage sich selbstständig quasi entwickelt und alles wieder in Ordnung ist? Oder soll er direkt anfangen zu brüllen, Sie kommen mir nicht ins Haus! Sie nicht und Ihre Familie auch nicht! Sie bringen hier nur meine Ordnung auseinander und meinen Tagesplan durcheinander. Verschwinden Sie! Sie Schmarotzer, sowas will man doch nicht hören. Zugegeben, dieser Fall ist sehr konstruiert, aber er spiegelt die Situation, in der sich die Flüchtlinge befinden, gut wider. Wollen Sie einmal hören, was unserem Freund Ahmed im Iran so widerfahren ist und wie es jetzt dort aussieht? Wissen Sie, der Freund, also Ahmed, kommt aus dem Iran. Wenn er jetzt nach Hause gehen müsste, dann würde er in einem Haus mit nur einer Wand wohnen. Der Rest ist zerstört. Alle seine Nachbarn sind tot. Auf dem Weg zur Schule würde er Haufen von Leichen von Soldaten oder von Zivilisten sehen. Ein seiner Familienmitglieder ist einfach verschwunden, als die Rebellen die Stadt eingenommen haben. Da, wo Ahmed früher gelebt hat, ist heute nur noch Schutt und Asche. Wie Sie sehen, hat Ahmed keineswegs den Schritt hierhin gewagt, weil er das Gefühl hatte, hier das schnelle Geld machen zu können. Diese Flüchtlinge sind nicht einfach Schmarotzer ohne Qualifikation, die hier nur auf Geld aus sind. Ahmeds Vater ist Arzt, mit international anerkanntem Abschluss. Ahmed selbst war, bis er floh, Klassenbester. Auf gut Deutsch gesagt bedeutet das, dass die Leute, die hier schreien, dass Flüchtlinge ihre Jobs klauen, sich vielleicht überlegen sollten, ob sie nicht selbst ein bisschen unqualifiziert sind. Dazu gilt zu bedenken, dass mehr Menschen in Deutschland auch gleichzeitig mehr Arbeitsplätze bedeuten, da mehr Bedarf gedeckt werden muss. Wir können jetzt noch lange reden, aber am Ende ist uns vor allem eines wichtig. Nämlich, dass Sie sich eine eigene Meinung bilden und Sie nicht die Meinung von anderen annehmen, sondern auf Fakten bzw. Tatsachen zurückgreifen. Flüchtlinge sind ein Thema, das sehr, sehr schnell emotional wird und das kann man auch nachvollziehen, aber das darf es nicht. Nur wenn man sich mit Flüchtlingen auseinandersetzt, kann man überhaupt beurteilen, wie schlimm sie überhaupt sind. Auf eine Angst würden wir auch noch sehr gerne eingehen. Sie, was haben Sie für ein Handy? Ein Samsung-Handy, warum? Nun ja, sehen Sie, das ist eine koreanische Marke. Und gucken Sie heute Abend The Voice of Germany? Naja, dann gucken Sie ein Format, das ursprünglich aus Holland kommt. Und Sie gehen doch sicherlich gerne auf ein Feierabendbier in einen englischen Pub. Und dort schauen Sie Fußball, einen ursprünglich englischen Sport. Wir könnten noch den ganzen Tag so weitermachen. Aber was wirklich zählt ist, dass fremde Kultur und ihr Einfluss nicht zwingend schlecht ist. Und dass Sie, wenn Sie heute von unserer Kultur reden, nicht zwingend die rein deutsche Kultur meinen. Und das schon lange nicht mehr. Schon heute treffen sich Jugendliche in der Shisha-Bar und unterhalten sich dort. Somit ist die Aussage, die Flüchtlinge machen Deutschland kaputt, falsch. Klar, Deutschland ändert sich. Aber hätte sich Deutschland nicht geändert, dann wäre unser Leben heute um einiges langweiliger. Am Ende rufen wir Sie einfach nur dazu auf, bei der Abstimmung solidarisch zu denken und sich zu überlegen, was Sie überhaupt wollten, wenn Sie einer der Flüchtlinge aus dem Iran wären. Solidarisch mit so einem Pack? Solidarisch mit so einem Ungeziefer? Zum Glück und Gott sei Dank ist keiner so naiv wie ihr drei hier vorne. Ich gehe, ich habe genug gehört. Okay, vielen Dank. Wir werden dann abstimmen, wenn ihr gegangen seid. Die Ergebnisse werden wir dann auf der Homepage veröffentlichen. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Dankeschön. Also ich finde ja Erdbeer ist das beste Eis. Also ich finde, eine Vanille ist viel besser, der Rest ist doch langweilig. Genau, ach. Ahmed. Vanille ist viel besser. Ach Leute, ihr habt doch alle keine Ahnung. Schoko-Eis, das ist das Wahre. Oh. Oh mein Gott. Sag mal, Ahmed, hast du eigentlich noch was von den Typen gehört, die dich damals verprügelt haben? Nee, die haben mich nicht mehr genervt und ich weiß wirklich nicht warum.
Okay. Vielleicht liegt es ja am Ausschluss vom Bürgerrat. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Es liegt wahrscheinlich eher daran, dass die Flüchtlinge ja noch nichts wirklich gemacht haben. Naja, vielleicht ist es auch einfach nur, weil die Leute gemerkt haben, dass du auch nur ein Mensch bist. Stimmt, die Hasskommentare sind ja auch weniger geworden. Mhm. Ist mir eigentlich egal, weil die Flüchtlingsheim ist schon fertig geworden und ich wohne nicht mehr in einer Baustelle oder so. Ja, stimmt. Ja, das hat ja auch ewig gedauert. Ja. Hey, mal ein ganz anderes Thema. Wollen wir ihn später damit ärgern, dass wir Eis essen? Ja! Können wir ein Foto machen? Ja! Ist doch seine Schuld, wenn er die ganze Zeit zu Hause sitzt und zockt. Ja, das war. Mach Selfie. Na, nee. Kannst du. Ach so. So. Ja. Okay. Ja. Ich komme gleich. Bis dann. Tschüss. Los. Das war Peter. Ich muss ein neues Video anschauen, deswegen ich muss los. Okay, also, bis okay. Dann. Ja, tschüss. Ja, dann. Was sagt ihr? Er wollte nichts sagen. Also, bis dann. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao, bis dann, Annette. من احمد هستم به طرف آلمان اومدم چون نمیخواستم تو سختی ها و جنگ زندگی بکنم تو آلمان سختی های زیادی کشیدم اما برای هدفم به اونجا اومدم و میخوام به آرزوهام برسم سختی های زیادی کشیدم از وقتی که تا اینجا که اومدم از وقتی که اینجا هستم ولی امیدوارم که اینا ارزشش داشته باشه و آینده خوبی در پیش داشته باشم اسم من احمد بود و این داستان زندگی من بود.